Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir den Was Spiegelmeister ist das besiegen für ein müssen. Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Ja. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ja, und wir wissen ungefähr, wo er sich versteckt, deshalb. Er spurte einfach durch die Gegend und denke nichts Böses. Moment, da entlang? Ja, ich glaube, wir sind richtig. Oder etwa nicht? Vorhin waren wir hier nicht. Okay. Das ist ein Erinnerungswaldschrat. Kein Interesse. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Also weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen ja da hoch zur. Ach ja, die Schaukel auch. Da waren wir. Ernsthaft, Geralt? Oh, furchtbar! Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon, du wirst mich nie finden. Nie! Je öfter er das sagt, desto mehr weiß ich, dass wir in die richtige Richtung sind. Und das liegt nicht daran, dass wir. Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon, du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Oh, ich wollte gerade drüber springen. Also gut. Fließendes Wasser hinter dieser Wand. Wenn ich sie einreiße, fließt es hier hindurch. Nein, falsch, genau. Hinfort. Du hast verloren. Sehr gut, wir haben es geschafft. Hätten wir in der letzten Folge nur ein wenig mehr Zeit gehabt, hätten wir es auch da geschafft. Na, jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung. Nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor.
Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Der Spiegelmeister hat mich in einem Spiel verwickelt. Wir haben gewonnen, mehr erzähle ich nicht. Okay, das Erste. Er hat ein Recht auf die Antwort. Odin hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Er hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Keine Sorge, das wird schon wieder. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück. The Wilder, The Witcher Wild Hunt Expedition Packe Hearts of Stone. Ja, jetzt macht das Sinn. Herz aus Stein. Basierend auf dem Roman von Andrei Sapkowski. Ja, guter Mann, guter Mann. Aber die Credits haben wir schon mal laufen gelassen. Andererseits wären gerade die 9 Minuten... Also, dann reden wir mal ein bisschen über das Spiel. Das DLC hat mir Spaß gemacht. Shani! Wir müssen noch zu Shani. Kauter Odin, der Spiegelmeister. Ja, das haben wir geschafft. Jetzt ist er sicher sauer auf uns.
Okay. Wir müssen ja noch zu Shani mal vorbeischauen und sagen Hallo. Dann, ja, Iris war eine nette, eigentlich doch eine liebevolle. Ich fand sie sehr hübsch. Sie hat ihn geliebt bis ans Ende. Sie war sogar, ja, sie ist vor Trauer und Kummer gestorben. Geralt hätte sagen können, er könne in sein altes Anwesen gehen, die Dämonen, also Diener, befreien und es so herrichten, dass es, ja, so hinterlassen, dass es schön für Iris wäre. Irgendwie so etwas. So eine nette Geste. Und da er das Bild von Iris und der Blume hat, bedeutet das, sie ist bei ihm. Also irgendwie gibt es sicher eine Möglichkeit, dass die zwei sich, ja, ein letztes Mal richtig verabschieden können oder irgendetwas so in der Art. Ups, falsch. Genau das. Gut, wir gehen raus und dann gehen wir sofort zu Shani. Haben wir sonst noch eine Quest? Sammle sie alle. Die einzige Quest, die uns noch übrig bleibt, ist Sammle sie alle. Oh. Sie macht zwar, solange die Rot... Also, die Waffe lädt sich beim Kampf mit Energie auf. Solange sie rot glüht, wird die Energie bei einem starken Angriff mit einem besonderen machtigen Heb freigesetzt. Dabei verliert der Angreifer einen Teil seiner Vitalität. Nein. Ich wollte gerade sagen, nö, die wäre nichts für uns, denn unsere ist zwar schwächer, was Schaden angeht, aber es gibt es hat so schöne Verbesserungen dran. Und dann sah ich den Questtext und er kann plötzlich nicht rufen. Ah, nö, sag mir nicht, ich muss alles durchlaufen. Ein Rudel Wölfe, die können wir besiegen, indem wir eine gute alte Taktik anwenden. So. Alle tot. Gut, gut, gut. Wir haben das Spiel durchgespielt. The Witcher wird pausiert, bis das zweite DLC rauskommt. Und dann schauen wir uns das zweite DLC. So, Armbrust. Okay, dann haut er ab. Gut, wir gehen schnell zu Shani und dann war's das für diese Folge. Außer sie hat uns noch eine Quest. Glaubens scheint es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorben. Temerien wird wieder frei sein. Fleisch? Eines Tages. Woher hatte sie denn? Hilfe! Wer beschützt uns? Ah! Gut, nächster bitte. Ja, der Wagen. Ah, scheiß drauf. Ich will nur noch zu Shani. Der liebreizenden, schönen Shani.
Okay, wo ist sie? Ochsenfurt, Ochsenfurt hier. Hafen von Ochsenfurt, gut. Nur 3 von 10 Jungen überleben die Kräuterprobe und werden Hexer. Die übrigen sterben unter Qualen. Gibt's keine einfache und bessere Möglichkeit, Hexer zu erschaffen? Ich finde Hexer eigentlich eine sehr gute Lösung. Also, das Monster schlechter und so weiter und so fort. Also gut, wo war Shani schon wieder? Ich glaube hier vorne, dann links. Rechts meine ich. Elend. Und ich bin hungrig. Oder was da? Nein. Ritter aus dem Märchen. Hatte der weißes Haar? Du scheinst fit und gesund zu sein. Kriech wieder unter deinen Stein. Moment, wo ist der. Das Auktionshaus steht unter neuer Leitung. Auf dem Schild steht immer noch Borsodi. Ja, ist aber ein... Sie hast du es eilig? Hast du es eilig? Angeblich soll sein Herz versagt haben. Aber bei der Beerdigung war der Sarg geschlossen. Deshalb... Je schneller unsere Jungs die Schwarzen schlagen, desto schneller sind sie wieder zu Hause. Alles zu mir! Zu mir! Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnen. Ja, 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 ja. Du würdest einen guten Lang Seemann abgeben. König. Bis die Kotzerei anfängt. Geh mir aus dem Weg. Verdammt, ich hätte mir besser merken sollen, wo Shani lebt. Schon gehört? Er hat endlich seinen Meister gefunden. Irgendein Halsabschneider. Ehre und Heimatland. Oh. Hab gerade gesehen, es wirklich... Okay, ups, falsche Taste, die hier. Wo zum Geier ist der Barbier? Ich glaube, hier ist der Barbier, dann sollte sie hier unten sein. Irgendwie so etwas war es. Ich weiß, dass es noch in der Nähe des Barbiers war. Du trägst das Zeichen einer gefährlichen Gilde. Keine gefährlichen Gilde, eine starke Gilde. Oh. Da. Genau. Shani? Shani, liebes, bist du noch da? Okay, eigentlich benötigen wir das nicht, aber gut. Und wie sollen wir sammeln sie alle erhalten, wenn wir keine Tipps kriegen, wo zum Geier die Sachen versteckt sind. Olgi von Everek? Nein, verdammt. Moment, also Quint-Kartenset. Das ist eine Kartensammlung. Und das ist die, die ich habe. Okay. Olgierd von Everek. Was macht der? 6. Mhm. Versteckt alle Einheiten in der Reihe. Sich selbst ausgenommen. Gut. Und dann. Ja, der auch noch. Counter Odim. So, gibt es sonst noch ein Sechser, das uns nichts bringt? Zum Beispiel der hier. Gut. Nein. Oh, schade. Oh, das ist bitter. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem zweiten DLC. Keine Ahnung, wie es heißt. Also, liebe Leute, bis dann. Ciao. Hallo und kleiner Nachtrag.
damit ihr seht, was ist, wenn wir noch Shani vor Olgier treffen. Hallo Shani. Ja, Geralt? Endlich etwas Zeit zum Reden. Erzähl mir, wo du gewesen bist und was du gemacht hast nach Vysima. Nachdem unsere Wege sich getrennt haben? Tja, der Frieden war von kurzer Dauer. Aber ich habe ihn gut genutzt. Habe in Ochsenfurt meinen Doktor abgeschlossen und dann in jedem Feldlazarett und Sanitäterzelt nördlich der Yaruga gearbeitet. Du konntest Langeweile nie ausstehen. Ich bin kein Hexer. 150 werde ich wohl nicht. Da meine Zeit so kurz ist, nutze ich sie lieber, so gut ich kann. Du weißt eben, was du willst. Stimmt. In der Hinsicht hat sich nichts geändert. Gut. Aldona und Jonas, eine schöne Hochzeit war das. Die Hochzeit war wirklich eine gute Idee. Ich komme selten dazu, eine Pause zu machen und abzuschalten. Hat mir gut getan. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Hoffentlich waren Wladimirs Zoten nicht zu nervtötend. Ein sonderbarer Mann. Geist. Aber ich fand ihn sympathisch. Muss zu Lebzeiten ein echtes Original gewesen sein. Du hast gesagt, du müsstest nachdenken. Hast du? Ja. Ich finde dich sehr anziehend. Aber... Aber wir lassen lieber alles, wie es ist? Du bist ständig unterwegs. Und mich verlegen sie bald. Wir haben es ja schon mal versucht. Und du weißt, wie das lief. Das stimmt. Aber versprichst du mir, dass wir dann und wann eine Flasche Wein trinken? Natürlich. Weißt du was? Ich stell direkt eine beiseite. Oh, lieb. Lust auf eine Partie Gwent? Weißt du, ich wollte dich was fragen. Dann frag mich. Ich bin neugierig. Hast du je Gwent gespielt? Oh, Geralt, Geralt, natürlich. Was soll man abends mit all den Soldaten sonst machen? Komm, legen wir die Karten aus. Okay, sie hat Olgier und den kriegen wir. Wenn wir sie besiegen, wenn wir nicht mit ihr reden, wie in der letzten Folge, dann passiert eben, dass wir die Karte einfach so kriegen, aber das ist doch nicht. Das ist doch nichts. Okay, gut. Algier von Everek. Ja, klar. Mir war wirklich klar. Ich setze diese Karte ein und es macht wusch. Moment mal. Mein Gegner passt. Gut. Und ich passe auch. Diese Karte hier und was passiert? Ich kann den hier wieder beleben. Geralt von Riva. Aha. Sie hat uns in ihre Kartensammlung, also müssen wir was bedeuten. Ich wusste, dass das kommen würde. Es war zwar nicht geplant,
Aber geht auch. Wiederbeleben. Verdammter Hurenbock. Nehmen wir die Karte hier weg. Das könnte knapp werden. Nee, sonst noch Wünsche? Okay, die hat uns sowas von kalt gemacht. Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen. Gut, sie kann nachts spielen, also hat sie verloren, oder? Oder nein, es wird ein Unentschieden. Verdammt. Neues Spiel. Eieiei, die Kleine. Counter Odim. Gut. Die Karte kann mal weg und die Karte hier. Die kleine Shani, die will uns übers Ohr ziehen. Okay. Die ist gut. So viel Stress hatten wir nicht mal gegen den Weltmeister oder wie der heißt. Also gut. Die holt schon mal starke Geschütze auf. Aber das schüchtert uns nicht ein. Nein. Ja,
Ja, so funktioniert es. Da nimmt er die nach vorne. Aber vorhin, als ich eines von denen gesetzt habe, kam keines davon. Verdammt. Muss überlegen. Das hier und da kommen die zwei dort weg. Ha! Das trifft sich sogar sehr gut. Sehr gut. Hahaha. Genau. Ja, komm, wähle die aus. Ciao, ciao. Gibt es sonst hier? Okay. Okay, besiegt. Gut, wir fangen an und setzen sie sowas von unter Druck. Gut, gut, gut. Mal sehen, ob sie diesmal uns auch so schlägt wie letztes Mal. Sie hat nur noch... Ich wusste, dass das kommt. Das ist mir egal. Okay, ich bin am Zug. Ich passe, muss passen. Gut, ich habe gewonnen. Schon wieder. Du bist gut. Ich habe den Verdacht, dass du mehr Zeit für Gwint aufwendest als für wichtige Dinge. Nein, ich hatte Glück. Das ist alles. Hm, klar. Hier eine ausgezeichnete Karte von einem alten Freund, damit du dich nicht auf dein Glück verlassen musst. Orgie von Everek. Bis später. Und soweit waren wir auch letztes Mal. Also, liebe Leute, das war's. Oh, ein süßes Schwein auf dem Bett. Gut,
Also, liebe Leute, das war's wirklich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 3 DLC Nummer 2. Ciao!